Hallo und herzlich willkommen hier in Schnuppis Playground zu einer neuen Folge angezockt, sozusagen von Marvel Heroes, dem neuen Free-to-Play-Spiel der Marvel-Helden, das sich im Moment noch in der Beta befindet. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon ein Release-Datum gibt. Ich glaube nämlich nicht. Die Entwickler haben bei der Anmeldung gesagt, ja, ihr sollt nicht zu viel erwarten, das ist ein Spiel in der Beta, das ist nicht fertig. Also solltet ihr nicht erwarten, dass ihr spielen könnt, sondern ihr solltet lieber, ihr solltet euch darauf einstellen, dass es halt eben vielleicht nicht unbedingt sowas wird. Und ja, und lieber fleißig Bugs reporten und sowas. Habe ich mir gedacht, ist ja ganz cool. Kannst denen ja mal helfen, dabei das Spiel ein bisschen zu entwickeln, verbessern, Bugs auszumerzen. Und ich muss sagen, ich war am Ende der 2 Stunden, habe ich jetzt, glaube ich, gespielt, war ich ziemlich enttäuscht. Es gab keinen einzigen Bug, den ich reporten konnte. Das Spiel läuft sowas von flüssig. Ich hatte, wie gesagt, keinen einzigen Bug in der ganzen Zeit. Das Einzige, was mir vielleicht aufgefallen ist, dass man manchmal ein bisschen, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen zu leicht ist, aber ich bin auch erst, zu dem Zeitpunkt da, glaube ich, Stufe 2. Ich sehe das gerade gar nicht so auf den Blick. Von daher ist es eigentlich auch nicht so wild. Und die Bosskämpfe sind ja dementsprechend dann auch anspruchsvoller als das kleine Zeug, was hier rumrennt. Von daher, wie gesagt, sehr überrascht, dass das Spiel schon, obwohl es noch in der Beta liegt, glaube ich, Close Beta sogar, ohne dass ein Release-Termin offen steht, dass es schon so gut läuft, das ist echt nicht schlecht. Ja, beim Spielen erinnert es extrem an Diablo. Man hat hier den Talentbaum, den man hier gerade sieht, mit den verschiedenen Gebieten, passiven Area-Effekt und was weiß ich, was es alles für Skills gibt. Muss halt entsprechende Quests erledigen. Kennt man ja auch eigentlich so. Es ist relativ eine offene Welt. Geiles Deutsch. Eine relativ offene Welt. War ja bei Diablo 3 ebenfalls so der Fall. Ich finde, diese Spiele kann man einfach ganz gut vergleichen. Da das im Endeffekt wirklich sowohl steuerungstechnisch als auch vom Aufbau her ziemlich ähnlich ist. Einziger Unterschied ist eben, hier rennt man durch eine Stadt und ja, bei Diablo halt durch so eine Dämonen-Fantasy-Welt aus dem Mittelalter. Hier habe ich so einen kleinen, ja, keine Ahnung, ob das ein geheimer Platz sein soll. Auf jeden Fall einen extra Raum gefunden. Yes, Level Up 3, wo man... Ja, es gibt viele dieser Räume eigentlich. Da sind dann immer besondere Item-Truhen drin, besondere Gegner drin, die dann ein bisschen was foppen. Hier sieht man auch ganz cool den Movement-Part, den dieses Spiel mitbringt. Und ja, das Aiming halt eine Sache ist, die man halt schon ein bisschen drauf haben sollte. Also nicht dahin, wo die Gegner sind, sondern dahin, wo die hinlaufen, wo sie sein werden. Und dieses mit Aim, also hin und her laufen, das zieht sich eigentlich durch das ganze Spiel. Ob das jetzt diese, ja, Rare Mobs sind, wenn man die so nennen kann, die in diesem Gelb leuchten, woran man übrigens die Qualität der Gegner erkennt. Wir haben halt auch so Rare, ganz normale Mobs, die halt gar kein Leuchten haben. Dann eben das und ja, ich glaube, es gibt auch noch grüne und orangene, müsste es auch noch geben. Ähnlich wie bei Diablo 3, wie gesagt, auch. Da waren die ja ähnlich, beziehungsweise eigentlich gleich aufgeteilt. Dementsprechend passen sich natürlich auch die eigenen Qualitäten an und haben ebenfalls diese Farben. Neben diesen ganzen kleinen Kämpfen, kleineren Mobs und auch kleineren
Bossen, wie man da eben gleich sehen wird, gibt es dann auch noch die Ultra-Bösewichte, die ganz, ganz bösen. Und zwar habe ich bis jetzt gekämpft gegen Venom, den man noch nachher sehen wird. Dr. Octopus, den Bosskampf, den ich auch gezeigt habe. Ja, gegen Shocker habe ich gekämpft. Habe ich jetzt einfach mal rausgeschnitten. Weil das einfach zu viel wird sonst auf einmal aus dem Wald nicht so prickelnd, der Kampf. Dann habe ich gegen den grünen Kobold gekämpft. Was hatte ich noch für Bosse? Puh. Ja, eigentlich die üblichen Bösewichte halt. Ich weiß nicht, wie viele Bösewichte es da im Endeffekt geben wird. Weil ich bin jetzt erst insgesamt Level 6, glaube ich. Und habe schon 6, 7, 8 Bösewichte platt gemacht. Und ja, die werden halt schon ziemlich verheizt, wie man sieht. Ja, am Ende jeder dieser kleinen versteckten Räume, beziehungsweise Instanzen, wie man das auch nennen möchte, gibt es so eine Truhe, wo dann gewisse Items drin sind. Meistens Gold. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, was ich ziemlich komisch fand, das sture Töten der Monster gab keine EP, sondern diese gelben Kugeln, die sie fallen lassen, das sind dann EP. Das fand ich irgendwie seltsam, dass man da nicht einfach farmen kann, um halt EP zu sammeln. Ja, die Kostüme. Man kann sich im Shop für diese G-Punkte, die ihr die G-Punkt, die ihr rechts oben seht, jeder, der an der Beta teilnimmt, hat 2000 Punkte davon bekommen. Kann man sich bestimmte Kostüme freischalten, kaufen. Um halt seinen Charakter zu individualisieren. Das ist dann auch der Free-to-Play-Inhalt daran. Denn diese Punkte kann man dann auch durch Echtgeld erwerben. In der Beta habe ich bis jetzt keine Punkte dafür dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie machen können wird, dass man auch durch Spielerfahrung diese Punkte bekommt. Aber ich habe auf jeden Fall auf der Homepage gelesen, dass man nicht unbedingt gezwungen wird, Sachen zu kaufen. Das beschleunigt das alles nur. Also wird es bestimmt irgendwie entweder noch eine zweite Ressource geben, die man im Spiel freischalten kann, oder eine Möglichkeit im Spiel, diese Punkte zu ergattern, um dann eben die verschiedenen Kostüme oder auch Charaktere zu kaufen zu können, die ich auch gleich noch zeigen werde, welche man da so kaufen kann. Das ist ja im Endeffekt das gleiche wie hier. Nur dass ich jetzt hier so mal ein paar optische Beispiele der bisherigen Auswahlliste aufgezeigt habe. Ein weiterer Free-to-Play-Punkt war Wort vergessen, was ich sagen wollte. Ach, ich glaube, das war, dass man das freischalten konnte, dass man schneller levelt. Ich habe das in irgendeinem Ladescreen gesehen. Aber das war dann wohl nichts. Ja, hier nochmal eine Übersicht, eben schon angekündigt, über die einzelnen Charaktere, die man so kaufen kann, mit den Preisen. Viele davon relativ günstig für 900 bis 600 Punkte. Einige natürlich dann auch ein bisschen teurer, wie zum Beispiel Iron Man für 2000 Punkte. Dafür habe ich gesehen, dass dieser Char auch fliegen kann. Werde ich auch gleich nochmal kurz zeigen, am Ende des Videos. Von daher ist es eigentlich schon ganz cool, wenn das dann wirklich so im Spiel auch landet. Ich persönlich habe jetzt noch keine anderen Charaktere ausprobiert. Ich bin bis jetzt bei meinem Charakter geblieben, habe mir da zwar einen gekauft, aber bis jetzt noch nicht weiter damit gespielt. Wie man da gerade sieht, habe ich mir Black Widow gekauft, da ich nur noch 700 Punkte habe und ja, die anderen haben mir einfach nicht zugesagt. Hier jetzt nochmal kurz eine Bossfight-Szene, beziehungsweise jetzt im Anschluss die zwei der Bossfights, die ich so gemacht habe. Dies ist jetzt ein Bossfight in der Instanz. Dementsprechend bin ich da alleine
gegen Doc Ock. Dieser, ja, die Bosskämpfe allgemein laufen eigentlich immer darauf hinaus, dass man viel mit Movement macht, also nicht nur stumpf sitzen und draufballern, zumindest jetzt als Zauberer, den ich probiert habe. Allerdings habe ich gesehen, was man später auch noch kurz sieht. Zum Beispiel Hulk steht einfach nur an der Front und haut drauf und scheint überhaupt nicht zu sterben. Und ja, ich als Zauberer muss dann hier eben ziemlich viel hin und her laufen. Was aber ehrlich gesagt auch der Grund ist, warum ich grundsätzlich ebenso wie bei Diablo 3 Zauberer bevorzuge, die dort ja leider sehr schwach ausgefallen sind im Endgame. Zumindest nach dem letzten Spielstand, wo ich das letzte Mal im Game war. Ja, hier ist mir das aber nicht oft so aufgefallen. Man hat gleich am Anfang eben diese Standardblitze. Und diese Kugel, die halt Gegner stunt, und dort dadurch kann man recht große Gruppen auf jeden Fall erledigen. Ein kleines Beispiel für die Cutscenes, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, ich habe das einfach mal drin gelassen, um das so zu zeigen, wie das dann aufgebaut ist, die ganzen einzelnen Zwischenschritte. Spider-Man extrem dürr in dem Fall. Ja, aber in dem Stile werden dann eben jedenfalls zwischen den einzelnen Missionen ein wenig die Story-Elemente vorangetrieben. Mit Sprachausgabe, allerdings bis jetzt ohne Untertitel, beziehungsweise ohne eine Möglichkeit, diese Untertitel einzuschalten. Gibt Schlimmeres, ehrlich gesagt. Was man auf jeden Fall noch einschalten kann, das habe ich jetzt in diesem Video nicht gemacht, ist Kampfzahlen, also den Schaden, den man macht, kann man sich anzeigen lassen. Ja, ich weiß, keine Ahnung, ob man das jedes Mal machen muss. Ich habe das eigentlich vom Lockout gemacht. Ja, vor dem letzten Lockout habe ich das eingestellt. Jetzt fehlt das wieder. Vielleicht habe ich doch einen Bug entdeckt. Keine Ahnung. Und ja, das ist jetzt hier Open World, wo ebenfalls Events stattfinden, wie jetzt hier zum Beispiel, wo Venom angreift. Ist auf jeden Fall eine ganz lustige Sache, auch wenn man teilweise ein bisschen den Überblick verliert bei so vielen Leuten. Wie man hier sieht, ich habe dort keine Ahnung mehr, wo jetzt Feinde sind, wo meine Leute sind, beziehungsweise meine Vorpartner sozusagen. Aber auf jeden Fall ganz cool, so eine ganz bunte Mischung hier. Mit Iron Man, Hulks, Hawkeye, Storm, was hier alles so rumläuft. Dieser komische kleine Waschbär da unten. Und, wie hieß der noch? Der mit dem Augenlaser da links im Bild auf jeden Fall auch dabei. Dort hätte ich jetzt, ja, ihn wiederbeleben können. Habe ich zu spät gesehen. Und wie gesagt, sehr effektüberladen. Keine Ahnung, welches Level dieser Venom hatte, aber der hat auf jeden Fall gut was überlebt. Aber ich finde es auf jeden Fall eigentlich ein recht cooles Spiel. Im Moment befindet sich das, wie gesagt, in der Beta. Es wird im Wochenend Schritten freigeschaltet. Und ja, dieses Wochenende geht bis Montag 14 Uhr, glaube ich. Oder war das 2 Uhr morgens? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig. Auf jeden Fall kann man sich auf der Homepage www.marvelheroes.com kostenlos dafür anmelden. Kriegt dann in meinem Fall nach 2 Tagen maximum einen Code zugeschickt. Und dieser Code, ja, damit kann man sich dann halt für immer das jeweilig folgende Beta-Wochenende anmelden.
Das heißt aber auch, man muss für jedes Wochenende erneut freigeschaltet werden. Ja, hier habe ich das nochmal kurz gezeigt, welche Gegner, Green Goblin und so weiter, ich dann mal so gekillt habe. Man kriegt nämlich von jedem Bösewicht eine Halskette. Orangenen Rangs, ich habe gerade vergessen, wie das Ding heißt. Und ja, die kann man dann auf die Bank legen und wenn man verschiedene Charaktere hat. Da hat man eben ganz kurz gesehen, Iron Man ist geflogen. Naja, meldet euch an. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Spiel. Und verabschiede mich dann erstmal. Bye, bye.